Resilienz bedeutet Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft und beschreibt die bemerkenswerte Fähigkeit von uns Menschen, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu meistern. Auch wenn uns Krisen tief erschüttern können, in Verzweiflung und Ohnmacht stürzen, sind sie unvergleichliche Katalysatoren, damit wir uns in uns selbst aufrichten, damit wir zu dem werden, wer wir sind. Eine Krise will von uns wissen, wer wir sind. Ursprünglich kommt das Wort aus dem Altgriechischen und bedeutet den Höhepunkt und auch den Wendepunkt einer gefährlichen Lage. Um natürliche, authentische Kräfte und Potenziale in uns freizusetzen, braucht es den Blick nach vorne, die Lösungsorientierung. Resilienz lässt sich trainieren, ja. Durch zunehmendes Bewusstsein ans Licht heben. Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema kann uns gerade bei schwierigen und auch unübersichtlichen Wegpassagen Kraft, Orientierung und Halt schenken. Der Trainingsparcours möchte Sie darin begleiten, Resilienz in klaren, strukturierten Lernstufen kennenzulernen, zu erfahren und direkt in Ihren beruflichen und privaten Alltag zu integrieren. Das Schöne an den Übungen ist, dass so viel spontan passiert. Lassen Sie es einfach zu, lassen Sie es laufen. Die Inhalte sind hoch erprobt und werden schon seit langen Jahren von unterschiedlichsten Menschen in verschiedenen Kontexten genutzt. Ich selbst bin täglich dankbar dafür, mich mit Hilfe der Trainingsschritte entschieden und profund weiterentwickeln zu können. Auch mich rüttelt das Leben ordentlich und stellt mich vor viele tiefgehende Fragestellungen. Ich durfte schon so viel lernen und über mich selbst erfahren. Und eins ist sicher, diese Reise wird niemals aufhören. In diesem Sinne möchte ich Sie einladen, dass wir gemeinsam auf Forschungsreise gehen, auf Selbstentdeckung und Weiterentwicklung. Der Resilienzparcours, gelassen im Sturm, wird Ihnen reiche Ernte schenken.